Na, ist wieder ein Isengrim, ist so schlecht. Ich sehe es auch noch und drück trotzdem drauf. Der Smerli macht die ganze Zeit deinem Grimbart halt in den Rückenschaden. Isengrim? Oh Gott, ich hab den eigentlich zurück, Girlie. Keine Ahnung. Schade, aber denk dran, das Wack einzunehmen. Nicht drüber latschen und nicht drauf feuern. Aber ich kann dich meinetwegen Schritt für Schritt coachen. Ja, machen wir das mal. Okay, dein Angie auf den gegnerischen Granaten. Die sind wohl links von mir, gell? Links von dir, genau. Die Dinger direkt in die Mitte, hast du gesagt. Gunner direkt in die Mitte, Kisten snacken. Dann die nächsten schicke ich zu seinen Anti-Armor-Dinger, hast du, genau, glaube ich, gesagt. Die sind... Ne, zu seinen, also zu seinen Granaten. Du hast jetzt sozusagen einen Angie, der geht zu deinen Granaten, je nachdem, ob du sie bekommst. So. Okay, mal gucken, ob du es schaffst, zeitlich. Ja, er nimmt die Gebäude ein, das ist halt schon mal gut. Und danach dann halt noch ein Engineer. Wenn du sie halt nicht bekommst, schickst du mit dem ersten, mit dem Trupp, der die Granaten klauen soll, lieber deine Granaten. Und du brauchst jetzt praktisch drei Engineer-Trupps hintereinander weg. Perfekt. Jetzt hast du schon mal zwei Granatentrupps und einen Gunner. Vorsicht, dagegen kannst du nicht kämpfen. Ja, bitte. Der Engineer-Trupp wird gegen dich im Melee gehen und der andere wird dich einfach wegsnacken. So, wo kommt jetzt der nächste Engineer-Trupp hin? Also, den, der du gerade gebaut hast, geht halt auf die Granaten. Der nächste geht auf den Flammenwerfer. Also auf den Flammenwerfer, okay. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Flammenwerfer ist hier. Und nachdem du den Flammenwerfer hast, kannst du dann auch sozusagen da die Punkte dann einnehmen. Von jetzt an spielst du sozusagen von hinten nach vorne. Du hast jetzt einen Vorteil von der Ausrüstung her. Dafür einen minimalen Ressourcennachteil. Er hat halt zwei Punkte, du noch keinen. Aber du hast mehr Einheiten draußen als er, weil er muss jetzt Gunner bauen und kann keine Engineers sozusagen bauen, so viel wie du. Verstehst du? Ja, ja, klar. Das heißt, du hast viel mehr Map-Pressure. Baue ich jetzt dann schneller noch den Trupp nach oder nimmer? Kannst du immer machen. Also es sind noch mehr Waffenkisten auf der Karte. Links, links ist noch ein Anti-Armor-Gunner-Trupp, den du haben willst. Und ansonsten kann der Trupp, der jetzt rauskommt, sonst auch direkt einen Dings bauen, falls du ihn brauchst, einen Barakno oder sowas. Dann kannst du halt direkt deine Reserve 1 raushauen, recht schnell. Wenn du jetzt mit dem nächsten Techniker-Trupp dann direkt die Baracke baust. Sehr schön, die Ressourcen snackst du dir auch, das ist richtig gut, du machst das richtig gut. Funktioniert einwandfrei. Soll ich jetzt Granate kannst du einsetzen? Einer von den Trupps kann. Dann hast du da den Fight wieder gewonnen und schickst ihn zurück. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut machst du das. Perfekt. Kannst du die Eisen holen, die links auf der Karte sind? Jo. Ein Trupp steht rechts unten sinnlos rum, den hast du vergessen, den Wegpunkt neu zu setzen. Ah, das ist das Problem jetzt. Der kann die Baracken bauen und hätte dann die Punkte eingenommen. Aber baue ich Baracken oder Workshop? Ich hätte tatsächlich Baracken gesagt, weil du T1 Reserve spielst, indem du so prüfen wirklich haben willst, sozusagen, gegen seinen Michael. Aber das machst du, wie du willst. Du kannst auch auf Max später spielen, also, wie du möchtest. Kriege ich das? Das kann ich auch nie abschätzen. So, die würde ich auf jeden Fall, nachdem sie den Dings haben, zurückziehen. Jetzt spiele ich ja wahrscheinlich einen Workshop, wenn ich es gerade habe. Also ohne Scheiß, dafür, dass du das gerade so mehr oder weniger halb improvisiert machst, läuft das richtig gut bei dir. Also ja, aber wenn du halt ein bisschen mehr Übung, sozusagen mehr Routine da reinkriegen würdest, ja, würdest du halt jetzt schon mehr Gebäude eingenommen haben bei dir. Aber... und dann dadurch mehr Ressourcen haben. Ah, schade, der Trupp hat es nicht überlebt. Vorsicht, der will die Granate haben, der will die Granate da haben. Da kannst du mit dem Flammenwerfer-Trupp draufhalten. Ja. Schaffe ich nicht mal rechtzeitig. Ah, schade. Das wäre sozusagen ein richtig wichtiges Maiko gewesen, weil dann klumpen sich alle um diese Granate rum und du machst mit einem Flammenwerfer-Trupp halt. Ja, das habe ich wieder viel zu langsam realisiert, tatsächlich. Alles gut.
Das ist ein richtig guter Spieler wahrscheinlich, gegen den du gerade spielst. Attention. The Kaiser's finality is resting here. Fire with fire. Iron for the father. Ja, da kannst du nicht einnehmen. Understood. We're under attack. Run before we are enough. Oh, sauf ich dann seine Flammenwerfer. Let's get cover. Boah, da habe ich jetzt gerade fast keine Zeit, das zu micron, dass ich die Flammenwerfer outrange. Nee. Den würde ich erstmal so sein Defensiv aufstellen und dich um den anderen Kampf kümmern. Und du musst halt ab und zu bisschen mehr Gebäude brauchst du noch. Das verlierst du jetzt gleich gegen die Reserve. Das ist eine reine RPM-Sache dann. Vorsicht, nicht outrangen lassen. Nicht von den Polen outrangen lassen. Das geht dann nach vorne oder in dem Fall ist, oder? Du hast gerade halt einen mega Vorteil. Achtung, seine Reserve kommt im Übrigen gerade über die Karte. Direkt gesehen. Er hat halt kein Eisen, also du bist gerade. Die Reserve kommt links rum. Ah, die Reiter, dann muss ich mich eh zurückziehen, oder? Hm. Ein bisschen auf jeden Fall. So, was mache ich jetzt gegen die Reiter? Da bin ich jetzt eben aktuell noch rum. Oder Reserve, eins und beiden. Aber müsste ich jetzt eigentlich die Truppen von da wegziehen und auf der anderen Seite mehr pressuren, oder? Würde ich machen, ja. Und schau, dass du die Eisenmine und den Dings davon kriegst. Die Eisenmine, die, also die jetzt halt nicht eingenommen wurde bisher, die hättest du jetzt auch schon upgraden können, wenn du sie hättest. Das wäre ein super Timing gewesen, so. We lost control of an iron mine. Stress nichts. Da hast du jetzt deinen Kuni. Du musst zurückziehen, du musst zurückziehen. Wieso dachte ich, habe ich was verloren? Oben gehen die Reiter. Ist halt nice. Schick mir die mal kurz. Was noch eine RPM-Geschichte. Engineers ready for work. Another set of hands. Under consider it done. Enemy unit identified. Kuni nach vorne. Oh. Ja, ich habe schon viel zu viele Trupps so verloren, so unnötig. Das ist halt nix hier. Ja, den einen hast du unlucky verloren, da kannst du nichts für. Dann den gerade eben gegen das Unterdrückungsfeuer. Ich glaube, die fahren musste erstmal gerade organisieren. Das ist ein zu viel Tempo auf der Karte. Okay. Das heißt, es ist nicht so schlimm. Okay. Solange du die Kartenpressure dann halt bekommen kannst. Sehr schön, sehr schön. Ah, jetzt schön mit dem Isekrank rein. Das tut gut. Siehst du, wie die sind aufs Pappe, die Straße, die sind aufs Pappe. Ah, jetzt hast du den Isekrank zurückgeschickt. Nein! Oh, nee, oder? Oh, shit. Ich wollte deinen Kuni zurückschicken. Ja, scheiße. Scheiße, ne? Vielen Dank für die Follows. By the way, im 1 gegen 1 bin ich bloß immer ein bisschen beschäftigt, da kann ich nicht so schnell antworten. Ja, da musst du jetzt hoffen, dass der Kuni möglichst schnell zurückkommt mit dem Isekrank. In der Zeit kannst du die Flagge unten einnehmen. Was auch irgendwie so ein Problem ist, wenn der andere die Reiter spielt. Vorsicht, ein Gunner-Trupp oben links. Der Suizid gerade irgendwie aus irgendeinem Grund. Ja, ich wollte hinter uns Eisen rein sneaken. Aber der kommt nicht raus gegen den Reiter-Trupp. Weißt du, gegen eine normale Reserve schaffst du das vielleicht, aber. Ja, genau, das wollte ich eben gerade sagen. Gegen die Reiter kannst du es eigentlich nicht machen, nur so backsteppen, oder? Nee, kannst du echt nicht. Da habe ich jetzt natürlich auch gerade überhaupt keine Zeit für. Das war halt echt schade, dass der Isekrank zurückgezogen ist, ne? Da hättest du richtig Karte bekommen für. Da hättest du sogar wahrscheinlich bis zu dem Ölpunkt durchpushen können. Uiuiui. Und sein Gunner-Trupp ist jetzt trotzdem gestorben.
What's the target? Good idea. Jetzt habe ich eigentlich halt keinen Plan mehr, wie es dann weitergehen soll mit dem Ganzen. Ja, du hast gerade recht viele Ressourcen. Ich meine, gegen Polania ist, glaube ich, nicht unbedingt allzu schlecht, einen zweiten Rücken zu holen. Oder halt irgendwie es auf Late Game. So, jetzt nehmen wir die Flamme. Warte, da oben mit seinem. Ach, Smiley, okay. Den verliere ich auch wieder, viel zu spät reagiert, logischerweise. Splitte ich dann die Isegrim einen nach rechts oben? Ja, also die Isegrims sind halt super geil, um die Smileys zu beantworten. Die haben sie zwar wirklich krass gebufft, also ein bisschen zu viel meiner Meinung nach, aber ich glaube, der Isegrim ist immer noch stärker als der Smiley. Mjali. So, wenn du Glück hast, kannst du den Reiter-Squatter jetzt weghauen. Und dann kannst du ihn auch besser umlaufen in Zukunft. Sehr schön, fahren hast du. Soll ich da jetzt vorpushen mit dem? Ja, vielleicht ein bisschen. Vorsicht mit dem Rücken. Jetzt sollte ich dann schon auf Advanced Workshop gehen, oder? Würde ich schon machen, ja. Aber vielleicht würde ich auch auf erstmal Ressourcen, also mehr Ressourcen. Oder upgraden vielleicht. Ja, es ist vielleicht besser. Du bist aktuell schon einige Punkte hinten, weil er sehr lange halt drei fahren hatte. Aber wenn du da den Push einigermaßen halten kannst, dann kriegst du die beiden fahren da. Kannst du mal mit Gunnar einnehmen vielleicht. Vielleicht schaffst du es. Wenn du sie halt nur decaps, kriegst du halt schon die Punkte gut geschrieben und dann kriegt erstmal keiner von euch Punkten, weil die Fahne neutral ist. Und Gunni kann Fahne einnehmen. Und ist recht tanky dabei, das heißt, den kannst du dann auch. 2v2. Das heißt, er überlebt ja das und dann kurz unbeaufsichtigt ist. Ja, schön. Achtung, jetzt bist du zu weit an der Basis, da kannst du definitiv nicht ran. Ja, schön, das spielst du richtig gut. Richtig nice. Oh. Vorsicht, nicht zu viel den Rücken nehmen. Die Deckung achten. Diese hat ganz schön was eingesteckt. Guni kann sich, glaube ich, um den Smiley kümmern. Flamethrower halt gegen die Infanterie stellen. Vorsicht mit den Rear Armor Hits. Das muss ich da unten wieder schauen, das ist das Problem. Kommt der echt zu. Ah, oh, den verlieren wir oder wie? Na, ist wieder ein Isengrim, das ist so schlecht. Ich sehe es auch noch und drück trotzdem drauf. Der Smiley macht die ganze Zeit deinem Grimbart halt in den Rückenschaden. Ja, jetzt bist du da weg. Also jetzt ist es zu viel. Wahrscheinlich stirbt fast alles da oben. Das ist jetzt halt schade gelaufen, aber. Ist nicht verloren. Weil ich habe jetzt viel zu wenig Öl, ich hätte einmal die Ölpumpe upgraden sollen, die oder so. Ja, ja. Hättest du. Kannst du immer noch machen. Er hat noch keinen einzigen Punkt verstärkt. Immer schön Mike One. Den Isegrim darfst du nicht verlieren da oben. Den darfst du echt nicht. Zieh ich dann allein Exolo zurück jetzt, oder? Ja, ein bisschen. Du kannst auch einen Schuss auf das Wrack setzen, damit er das nicht einnimmt. Ein Schuss reicht aus, um den Wrack zu zerstören. Was macht er jetzt schon wieder? Weiß nicht. Kannst du auch ungefähr so ein bisschen halt das Areal da contesten lassen, weil er will halt die ganze Zeit seinen Reiter aufheben, der ist gestorben in dem Fall. Übrigens, moin moin an Yolo Swaggy. Ich weiß nicht, was du meinst mit mach mal die 50 voll, aber achso, das ist die Follower. Ja. Jetzt macht's Klick. Was passiert da jetzt eigentlich gerade? Ich schaue bloß mit seinen Engineers zu. Naja, drück mal durch. Kann sein, dass er hat den Reiter jetzt eingenommen. Jetzt hast du ihm den Reiter wieder gegeben. Glaube ich. Ja, ich sollte da ein bisschen jetzt fallen lassen, kurz. Ja, auf jeden Fall. Dann muss ich diesen Grimm eigentlich wieder aufspalten. Du kannst deinen Workshop aufwerten, glaube ich gerade, du hast genug Ressourcen. Soll ich jetzt die Isengrim wieder aufspalten, einen nach unten, oder? Ich glaube ja. Mit Guni und einem Isengrim sollst du schon was machen. Ist halt schade, dass der Grimbart jetzt weg ist, aber... Ja. Du kannst trotzdem schon einiges machen mit dem. So. Ich habe noch... Soll ich ins... Aber die Ölmine ist echt zu riskant abzugraden, oder? Ja, schon.
Aktuell auf jeden Fall. Nachdem wie du das Spiel dann halt gestaltest, dann nicht mehr. Aber er hat halt immer noch keinen einzigen verstärkten Punkt. Du hast ihm im Early Game schon echt viel Öl weggenommen. Das heißt, du hast einen Ölvorteil. Ich würde sagen, du kriegst auf jeden Fall den... Was ist halt die Spezialfähigkeit vom Isengrim? Hat er eine? Ja. Das ist so eine Rauchwolke. 80 plus für Vision, okay. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Kannst du einfach mal ausprobieren. Was soll's. Ich weiß nicht, was die macht. Ich bräuchte mir Infanterie. Ah, fuck, der Smeal hat deinem Isengrim richtig was mitgegeben in den Rücken. Das war nicht gut. So, jetzt ist die Frage, gehst du auf Wotan oder gehst du direkt auf Kaiser? Oder vielleicht eher König und dann passiv. Punktemäßig sieht es richtig gut aus für dich. Der Guni sammelt Erfahrung, das ist auch super. Genau, auch immer schön jetzt, am besten noch, halt, hast du schon eine Arbeit, halt zwei Technikertruppen. Schicke ich den Isengrim jetzt lieber wieder zurück da, dass der geheilt ist, oder? Nicht in der Basis heilen, die Max. Okay. Schick einen Technikertrupp zu ihm und reparieren, das ist, glaube ich, deutlich billiger. Also wirklich viel billiger, wenn ich mich nicht irre. Oh, sehr schön, wenn du jetzt deinen Reiter nochmal bekommst, wäre episch. Das ist aber schwer da abzuschätzen, ob du gewinnst. Weil der Kuni auch schon ein bisschen angeschlagen ist. Ich glaube, passt. Oh, der Isengrim hat gerade richtig guten Schuss gesetzt. Kommt davon. Na gut, dann erstmal auf die. Standing by for orders. Das ist echt ein schwieriges Spiel, du. Wenn du die Taktik schon vorher gekannt hättest, dann hättest du das, glaube ich, richtig hart dominiert. Jetzt halt jetzt zwei Truppen mehr gehabt die ganze Zeit über, die du nicht verloren hattest. Ah ja, jetzt ist das ein Problem, den Isengrim wirst du wahrscheinlich oben verlieren, weil jetzt verfolgt er dich mit den Smellies. Bisschen Glück hat, kriegst du es hin, aber... Ah, ich baue mal einen Kaiser. Ich baue den Reiter auf. Oh, perfekt, du hast einen Kaiser. Nice, hab ich ganz oh, den müssen wir jetzt schon töten, oder? Schick auch ein bisschen Infanterie mit. Also stock mal ein bisschen deine Infanterie auf. Anti-Armor-Gunner oder... was auch immer. Ah nee, du hast ja gar keine Bracken. Da war ja was. Ja. Da war ja was. Wenn ich jetzt den einfach so aktiviere, den Nebel, dann kann er vielleicht mich ja nochmal fokussieren, oder? Du kannst noch einen Punkt aufwerten. Du kannst noch ein Eisen und einen Treibstoffpunkt aufwerten, tatsächlich. Dafür hast du genug Ressourcen, oder? Ja. Jetzt kannst du halt mit dem Kaiser deine verstärkten Punkte halten und hast trotzdem einen Ressourcenvorteil, obwohl du nicht den Großteil der Map hast. Das spielst du jetzt sozusagen aus. Die Punkte ticken auf, die Flaggen ticken für dich. Du bist also gerade richtig gut dabei. Das sieht gut aus. Wenn du mit einem die Kaiser da einmal reinlunst, dann sind die zwei Truppen da auch weg. Richtig schön gemacht. Richtig schön gemacht, Hummer. Du solltest zurückgehen. Isengrim. Oh Gott, ich hab den eigentlich zurückgerollt. Keine Ahnung. Oh, schade, aber denk dran, das Wack einzunehmen. Nicht drüber latschen und nicht drauf feuern. So, Guni kann das kurz einnehmen. Guni kann das kurz einnehmen. Bevor du drüber latschst mit dem. Ja. Wo ist jetzt der Isengrim eigentlich? Ich hab den jetzt. Ach, den hab ich jetzt. Den hast du auch zurückgeschickt? Oder? Keine Ahnung, was das jetzt wieder war. Du hast wahrscheinlich auch so den Doppelklick ja. Oder Dreifachklick gemacht. Oder? Ah, das war ärgerlich. Gut, aber du hast jetzt schon fast wieder Ressourcen für einen Kaiser in einer bis 2 Minuten. Und damit kannst du halt einfach deine zwei Flaggen verteidigen für eine richtig lange Zeit. Und damit gewinnst du das Spiel. Wenn du ihn nicht sogar tot pushen kannst.
Kaisers Finest. Ja, noch ein kleiner Tipp, wenn du deinen Isildinger gleich neben die rechte Flagge stellst, latsch mit dem mal einmal kurz nach rechts durch die Mauer durch. Die nach oben hin, oder? Nee, nach rechts. Weißt du, einmal nur zum kaputt machen, weil dann hast du einen Shortcut für deine Infanterie. Zwischen dem Ölpunkt und der Dings. Ja, warte mal, macht er die nicht kaputt? Doch, wisst ihr eigentlich. Aber siehst du, genau jetzt versucht er halt, dich gleichzeitig in der Flagge und an dem Ölpunkt da zu ärgern. Und in Zukunft hast du da einfach ein Öl... siehst du, jetzt schickt du den zurück. Jetzt kannst du rübergehen, direkt rübergehen. Jetzt kannst du beide Punkte gleichzeitig verteidigen. Kleiner Pro-Tipp hier. Kaiser ein bisschen mehr nutzen, weniger stationär. Bisschen mehr aktiv. Du kannst... Achso, du hast schon zweiten Kaiser in Arbeit. Richtig geil. Okay, was könntest du jetzt gebrauchen? Ein Erlkönig. Erlkönig als nächstes. Ja. Weil er wird halt hundertprozentig jetzt Kanonen bauen. Oder Tours, um halt zu antworten. Und dann hast du halt immer einen Vorteil. Und der Erlkönig ist praktisch genauso schnell wie eine Kanone. Aber hat ein bisschen... Also... Die Frage, ob du selber Feldkanonen baust oder ein Erlkönig, ich würde sagen Erlkönig. Soll ich das mal vorpreschern oben und die Flanke auch versuchen, die Fahne noch mitzunehmen, oder ist das dann zu viel wieder? Aktuell würde ich es nicht machen, tatsächlich. Ich würde eher gucken, ob du dann in die Mitte ein bisschen reinnotieren kannst, im Zweifelsfall. Weil du hast nicht kein Backup. Wenn er dann komplett committed auf deine Seite, mit irgendwas, was er gerade baut, dann hast du ein Problem, den Kaiser zu retten. Und im Zweifelsfall verlierst du dann den Kaiser und den Gunther und das... Und er nimmt das Wrack ein. Das wäre natürlich dann Worst Case. Aber du kannst den Gunther einfach mal trotzdem hinschicken, also den kannst du ja im Zweifelsfall einfach dann wieder zurückschicken. Also kannst du schon mit dem scouten. Der hat auch die Ability, die kannst du auch mal ein bisschen benutzen. Die Wölfe? Ja, die scouten ja für dich. Die Wölfe, die kannst du irgendwo in eine Richtung schicken und dann... Kannst du da was scouten. Oh, richtig gut. Er kann nichts machen gegen dich. Isegrim auf die Ölpumpe rechts. Und der Kaiser kümmert sich um die Straße nichts. Und die Fahne kriegst du auch noch oben drauf. Schau dir an, wie gut du das machst. Aber ohne dich hätte ich da viele, viele Entscheidungen getroffen, das kann ich ja schon mal sagen. Da brauche ich ja wieder einen Engineers-Trupp zum Heilen-Stopp. Der Engineer-Trupp, den du dann jetzt baust, den schickst du dann sozusagen, wenn er noch in der Basis ist, direkt auch drauf, eine Baracke zu bauen. Du brauchst jetzt mehr Einheiten. Achso. Ja. Weil das Einzige, was dich gerade davon abhält, noch einen dritten Kaiser zu bauen, ist ein Einheitenlimit. Die Ressourcen hast du. Aber... Sehr schön. Siehst du, er musste wirklich viel investieren jetzt, um dich davon abzuhalten, die Fahne zu holen. Und er läuft jetzt einfach in deinen Kaiser rein da. Und du kriegst auf der anderen Karte. So, wo nehme ich jetzt den Erlkönig her? Hier würde ich hinter dem der Guni und stehen. Er wird eher für die linke Seite gehen, weil die linke Seite zwei Fahnen hat und die rechte nur eine. Und er wird halt 8 Punkten verlieren, weißt du? Ja. In der Mitte kommt was? Schick mal die Kamera rein, was ist denn das für ein Fahrzeug, was in der Mitte kommt? Ah, jetzt ist es weg. Gerade eben hast du noch kurz was gesehen. Irgendwas kommt dann durch die Mitte. Im schlimmsten Fall ist es ein Tor. Dann kannst du beide Kaiser von rechts und links reinziehen, um ihn dann in der Mitte zu sandwichen. Ja, aber irgendwas kommt da. Hab ich kurz auf der Minimap gesehen. I'm getting too old for this. Troopers waiting to fight. We are ready. Waffenbrüder, join in the fight. Imperial forces have greatly advanced our cause. Engineers ready for work. The unit has become veteran. Ja, sexy in die Late Game ist halt einfach genial. Er weiß jetzt selbst nicht, was er machen soll. Gegen den Scheiß. Suppose I'm needed. I will deliver instructions. Da hab ich noch Verzweiflungstaten hier. So, was ist da? Ah, ich weiß nicht. Stimmt. Versucht halt die Flagge zu nehmen, weil die ihm ja. Plus 50 gibt. Also, aber der Erlkönig allein müsste in der Lage sein, die davon abzuhalten, die zu cappen. Ja. Ja, siehst du. Der Erlkönig macht das. Sehr schön, was du rotierst gut.
Puh, vielen Dank. Easy. Easy Game. Und das war ein richtig starker Gegner eigentlich, ne? Ja, aber wie gesagt, ohne deinen Tipps hätte ich jetzt so viele Entscheidungen getroffen und einfach Souveränität nicht vorhanden teilweise. Aber es wird schon. Oh, das war echt top von dir. Dankeschön. Das war eine Taktik, die du gerade zum allerersten Mal gespielt hast. Dafür war das schon echt genial. Ist nur die Frage, wie viel von dem Ganzen, was du mir jetzt gesagt hast, ich mitnehmen kann. Ja, also das Wichtigste ist echt, Techniker, also Engineer-Truppen sind auf der Karte halt einfach OP zu bauen, weil du sie halt viel schneller bauen kannst. Sie kosten halt nur 75% Ja. von einem Gunner-Trupp und du kriegst so viel kostenlose Ressourcen.